Klei, ich bin der Geschäftsführer vom Hochschulgründernetz Cologne. Das HGNC ist ein Verbund von mehreren Hochschulen hier in Köln und wir helfen Existenzgründern von den Hochschulen, sich selbstständig zu machen, sind dort Ansprechpartner, Sparringspartner und Netzwerkknoten zur Kölner Gründerszene. Wir führen in diesem Jahr zum zweiten Mal den Startup Day durch auf dem Campus der Universität zu Köln. Der Startup Day richtet sich an Gründungsinteressierte und Gründer. Für erfahrene Gründer aus der Region, aus der lokalen Gründerszene ebenfalls sehr spannend. Die lokale Gründerszene wird eingebunden. Viele bekannte Größen wie zum Beispiel Vida, der gerade in Stanford ist, bei Steve Blank. Oder wir haben Adalbert Reiker da, bekannt von Ampido und Steps to Startup. Ampido geht ja gerade viel durch die Presse. Die haben gerade sehr erfolgreich ihr Startup gegründet. Auch er wird von seinen Erfahrungen berichten, an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Außerdem trefft ihr Investoren wie den Hightech-Gründerfonds, wie eVenture Capital und weitere. Es gibt spannende Workshops und Vorträge, zum Beispiel zum Thema Business Model Generation oder wie pitche ich vor Investoren. Es gibt Diskussionsrunden zum Thema, was macht eigentlich eine Geschäftsidee im Web aus. Und es gibt die Möglichkeit, sich an Infoständen mit den Experten, die vor Ort sind, zu vernetzen. Der Startup Day findet statt am 29. Juni 2013 auf dem Campus der Universität zu Köln. Los geht's um 13 Uhr, ist also genug Zeit zum Ausschlafen. Das Programm geht bis ca. 18, 19 Uhr. Einfach zum Hauptgebäude der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, durch den Haupteingang und von dort ist das ausgeschildert. Die Veranstaltung ist übrigens kostenlos für Gründungsinteressierte und Gründer. Einzige Voraussetzung, bitte anmelden beim HGNC, Hochschulgründernetz Cologne, unter hgnc.de. Und ich zähle auf euch. Wir sehen uns.